letzten Montag eine Rede gehalten, die Wellen schlägt, sogar bis nach Deutschland. Ich habe schon die Absicht gehabt, eine Rede zu schreiben, die verbindend ist. Was ich damit ausgelöst habe, so habe ich nicht damit gerechnet. Ja. Mich hat am Samstag der Ken Jebsen angerufen und der hat das dann auf seiner Seite hochgeladen. Das hat jetzt schon sehr viele Klicks und er wird in nächster Zeit nach Wien kommen und sich unsere Mahnwache anschauen. Rede, die ich jetzt halten werde, habe ich letzte Woche geschrieben. Ich hatte sie schon fertig, bevor ich mit Jebsen telefoniert habe. Der Schmerz ist ein heiliger Engel und durch ihn sind wir Menschen größer geworden als durch alle Freuden der Welt. Dieses Zitat. Dieses Zitat ist von Adalbert Stifter. Das ist ein österreichischer Autor. Die wenigsten von euch werden ihn kennen, aber auch ich habe mich nie wirklich mit ihm auseinandergesetzt. Aber über dieses eine Zitat kann ich regelmäßig nachdenken. Und nachdem ich es für mich als sehr wesentlich betrachte, ist es mir natürlich auch im Zusammenhang mit den Mahnwachen in den Sinn gekommen. Die Frage ist nämlich, warum sind wir denn hier? Sind wir da, weil wir alle so glücklich sind, so zufrieden mit unserem Leben? Sind wir da, weil wir feiern wollen, wie super doch nicht gerade alles ist? Nein, wir sind da, weil wir etwas wollen. Wir wollen Frieden, wir wollen Freiheit und wir wollen Gerechtigkeit. Und warum wollen wir das? Weil uns etwas wehtut, weil wir Schmerzen haben. Unsere Gesellschaft hat Schmerzen, unser Planet hat Schmerzen, wir alle haben Schmerzen, es tut uns etwas weh. Und darum sind wir hier, weil wir uns einsam fühlen, alleine gelassen, im Stich gelassen, ohnmächtig. Wir fühlen uns verantwortungslos behandelt. Wir sehen, was in der Ukraine passiert. Ich habe letztes Mal schon gesagt, dass der Konflikt in der Ukraine für mich der Auslöser war, hierher zu kommen. Es war aber nicht der Grund, dass ich mich weiter engagiere. Der Konflikt in der Ukraine ist ein Symptom für unsere Gesellschaft, für unsere Leistungsgesellschaft. Und ihr wisst auch, wie ich letztes Mal schon dazu gesagt habe, zu unserer Leistungsgesellschaft. Ich sage Kriegsgesellschaft dazu. Und das tut weh. Das ist vollkommen logisch, dass das weh tut. Weil wem Krieg nicht weh tut, der spielt ihn am Computer, der spielt ihn am Spielbrett, der ist ein Terminator, eine Maschine oder der ist einer der wenigen, die davon profitieren. Ich habe Krieg gespielt auf der PlayStation und ja, das war lustig und ich gebe auch zu, ich werde sicher wieder mal zum Controller greifen und auf Pixel schießen, weil es spannend ist für mich. Aber ich kann abstrahieren zwischen Realität und Fiktion und ich bin ein Erwachsener und ich will auch nicht, dass ein 10-jähriges Kind Call of Duty spielt. Ich mag auch den Film Terminator, aber ich bin kein Terminator. Ich bin keine Maschine und mir tut es weh, Krieg anschauen zu müssen. Es tut mir weh, Opfer zu sehen. Und ich kann mich nicht darüber lustig machen, es irgendwie probieren zu verharmlosen. Ich kann nicht sagen, ja, aber. Und das passiert leider viel zu oft in unserer Gesellschaft, dass aus Opfern durch ein Ja, aber wieder Täter werden. Und die Opfer in der Ukraine, das ist die Zivilbevölkerung. Und jetzt wird gestritten in Internetforen, in Zeitungen und auf Facebook, wer schuld ist. Die Pro-Russen, die Pro-Europäer, die Faschisten, die Maidan-Revolutionäre. Das ist mir wurscht, wer jetzt genau schuld ist. Weil dafür ist es schon zu spät. Jetzt geht es darum, die Kriegsmaschinerie aufzuhalten. Weil es werden bald noch mehr Menschen sterben. Und da sind viele dabei, die mit Sicherheit eines sind, unschuldig. Frauen, Kinder, alte Menschen, Männer, Leute, die einfach nur zufrieden und in Ruhe leben wollen, in Frieden und in Freiheit. Und die sollen zwischen zwei Fronten aufgerieben werden? Ich sage nein, weil ich ein mitfühlender Mensch bin.
Ich empfinde Empathie für andere Menschen. Hui, was ist denn jetzt los, ne? Aber ich stehe dazu. Ich bin ein Mann und ich stehe dazu, Gefühle zu haben. Ich pfeife einfach drauf, cool zu sein. Und weil ich ein mitfühlender Mensch bin, tut mir das weh, was in der Ukraine passiert. Es tut mir weh, was in Syrien passiert. Es tut mir weh, was mit dem unverschämten Drohnenkrieg in Pakistan passiert. Es tut mir weh, was in Brasilien wegen der unnötigen Fußball-WM passiert. Jetzt werden ein paar betroffen sein, weil ich unnötige Fußball-WM sage. Aber wenn wegen einem sportlichen Ereignis Menschen sterben müssen, und das passiert gerade in Brasilien, dann ist es unnötig. Da habe ich auch gleich eine Zwischenfrage an unsere Medien oder an die Leitmedien. Es wurde ja viel über Sotschi berichtet, auch Negatives, zu Recht auch Negatives, wegen Zwangsumsiedlungen, wegen Korruption. Ich war der Meinung der Medien, aber wäre es vielleicht auch mal möglich, aus Brasilien zu berichten, was dort passiert, wie dort Menschen umgesiedelt wurden, wie Menschen, die sich dagegen wehren, umgebracht wurden, wie eine Gesellschaft zerstört wird, weil Schulen und Krankenhäusern das Geld ausgeht, aber riesige Fußballstadions gebaut werden können, wie sich wieder mal einige wenige auf Kosten der Gemeinschaft bereichern können und jeder, wirklich jeder, der sich auch nur ein Match anschaut, unterstützt das. Und mir tut das selber weh, wenn ich das sage, weil ich gern Fußball schaue. Aber ich kann nicht mehr. Ich kann bei diesem falschen Spiel nicht mehr mitmachen. Ich will nicht so weit gehen und sagen, dass ihr, die ihr zusehen werdet, dass ihr dann mitschuldig seid. Aber unschuldig ist von uns schon lange keiner mehr. Niemand kann sagen, er hat es nicht gewusst. Und denkt an unsere Großeltern. Ihr Nichtwissen, ihr Wegschauen. Ihr Mitmachen durch Passivität, das soll uns Mahnung sein. Der Schmerz ist ein heiliger Engel und durch ihn sind die Menschen größer geworden als durch alle Freuden der Welt. Adalbert Stifter, der hatte Leberzirrhose. An der zu sterben, das ist elendig, vor allem vor 150 Jahren. Er hat sich mit einem Rasiermesser den Hals durchgeschnitten. Das hat leider nicht so gut geklappt und dann hat es noch 2 Tage gedauert, bis er tot war. Er hat sich ein Ende gesetzt, aber er wusste auch für sich, dass es keine Alternative gibt. Ich werde mir kein Ende setzen. Ich werde nicht zum Rasiermesser greifen. Ich werde den Schmerz mit euch annehmen. Wir werden den Schmerz annehmen. Wir werden hinschauen auf unsere Wunden. Wir werden auf die Wunden unserer Gesellschaft schauen. Alte Wunden, eitrige Wunden, entzündete Wunden. Und wir werden um Hilfe schreien. Und wir werden sie kriegen, die Hilfe. Aus uns wird die Hilfe kommen, weil wir viele sind. Wir haben Ärzte dabei, wir haben Finanzexperten dabei, wir haben Polizisten dabei, wir haben Lehrer und Kindergärtner dabei, Journalisten, Handwerker. Wir haben alle dabei, die sich nicht als Teil einer abgehobenen Elite sehen. Und wir sind mehr als diese Elite, weil wir sind das Volk. Und ich sage, Völker der Erde, vereinigt euch. Menschen der Erde, vereinigt euch. Wir müssen nicht warten, bis der Schmerz unerträglich ist, weil das ist er ja eh schon, sonst wären wir ja nicht da. Wir müssen nicht warten, bis wir alle am Boden liegen und vor lauter Schmerzen nicht mehr aufstehen können. Wir verdrängen den Schmerz nicht mehr, wir nehmen ihn an, wir akzeptieren ihn und wir gehen dagegen vor. Und das machen alle von euch, weil sonst wärt ihr ja nicht hier. Und wir gehen gegen diesen Schmerz vor, aber nicht, indem wir uns betäuben, uns den Hals aufschneiden, uns mit Benzin übergießen und anzünden. Wir sehen die Wunde, wir reinigen sie, wir schneiden die entzündeten Stellen raus. Wir müssen vorsichtig sein dabei, denn sonst wird es noch mehr wehtun.
aber wir werden unsere Wunden reinigen und dann werden wir sie heilen lassen. Und sollte jetzt jemand hier sein, der sagt, was redest du denn, du Naivling, du Neurechts-Esoteriker, du Gutmensch, du Neurechter? Sollte das jemand hören, was ich hier sage? Und der sagt dann, du Naivling, du Rechts-Esoteriker, du Gutmensch, du Neurechter. Dann gebe ich keine Antwort darauf, denn er hört nicht zu. Er hört nicht zu, was ich sage. Er begreift ohnehin nicht. Er begreift ohnehin nicht, was wir wollen, was die meisten Menschen einfach wollen. Das kapiert er nicht. Und deshalb kriegt er dann keine Antwort von mir. Aber ich sage ihm etwas ins Gesicht. Ich sage, geh mir aus dem Weg. Ich sage, geh uns aus dem Weg. Der Schmerz ist ein heiliger Engel. Und durch ihn sind die Menschen größer geworden als durch alle Freuden der Welt. Und wir hier in unserer Gruppe haben uns das auch zu Herzen genommen. Damit niemand der Friedensbewegung unterstellen kann, wir stehen für nichts, werden wir jetzt den Schmerz aus uns nehmen und probieren, etwas Großes zu schaffen. Wir werden jetzt einfach ein paar Möglichkeiten präsentieren, die den Weltfrieden ermöglichen könnten. Richtig gehört, Weltfrieden. Und ich würde es begrüßen, liebe Journalisten der Welt, von Weiß, von Taz, Bild oder woher auch immer, wenigstens dieses System, diese Idee aufzugreifen, wenn ihr schon nicht die Idee der Mahnwachen, der Friedensbewegung kapiert. Und posaunt das genauso in die Welt wie euer Geplärre rund um den bösen Putin, den bösen Russen und den möglichen Dritten Weltkrieg. Wir haben ein ganz einfaches System entwickelt, um einen Schritt zu setzen. Das ist kein naiver Schritt, aber es wäre ein möglicher Schritt. Und bitte, jetzt fangen wir an. Ja, grüß euch, schönen guten Abend, ich bin die Vera. Super, dass alle da seid. Ich präsentiere jetzt natürlich noch nicht die große Lösung für den Weltfrieden, aber ich glaube, wir haben schon sehr viel gewonnen, wenn wir Leuten Denkanstöße geben können, wenn jeder für sich anfängt, über die Dinge nachzudenken, die wir erleben und sehen, und auch über die Dinge, die wir nicht in den Massenmedien lesen. Ich möchte dazu noch auf die Frage wieder zurückkommen, was ist Frieden? Ist Frieden nur die Abwesenheit von Krieg oder von Waffen? Nein, Frieden ist viel mehr. Die Einzelnen, das wissen wir eh, dass jeder auch auf sich selber achten kann, wie er mit seinen Aggressionen etc. umgeht. Aber wenn ich das Ganze jetzt global betrachte, wir leben eigentlich in einem Schlaraffenland. Warum ist es so, dass wir nichts davon haben und wir gehören vielleicht noch zu denjenigen, die ein bisschen was davon haben? Warum ist es so, dass trotzdem jeden Tag 20.000 Kinder verhungern? Es gibt genug Nahrung für 12 Milliarden Menschen. Warum verhungern jeden Tag 20.000 Kinder? Auch das ist Krieg, das ist auch Mord. In einer Gesellschaft, wo alles im Überfluss vorhanden ist. Es gibt nicht nur genug Essen, es wird ja auch genug Geld geben. Wir haben eine Realwirtschaft, die ist inzwischen der geringste Teil der Wirtschaft. Ein weit größerer Teil, und zwar ein Hundertfaches von dem, was sich in der Realwirtschaft abspielt, schwirrt durch den Globus mittels Zockereien, mittels Papieren, mittels Derivaten, mittels Swaps und wie die alle heißen. Das ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr ein 600-faches von der Realwirtschaft. Das ist Geld, was einfach sinnlos mehr Geld erzeugt für einige wenige, für die 1%. Und wir 99% haben nichts von dem Geld. Wir haben ein bisschen was, aber 20.000 Kinder jeden Tag verhungern. Die Erwachsenen sind hier nicht mitgezählt. 40.000 hat jemand eingeworfen. Noch schlimmer.
Das heißt, die Friedensfrage können wir nicht losgelöst von der Systemfrage betrachten. Wie können wir Frieden in uns spüren, wenn wir solche Dinge wissen? Können wir da zuschauen, ohne dass es uns wehtut? Es wird immer gerne auf den einzelnen Konsumenten abgewälzt. Wir sollen Fair Trade kaufen, wir sollen Bio kaufen und so weiter und so fort. Das sind alles sehr gute Sachen, wenn das jeder Einzelne macht. Aber das ist auch die Überlegung. Wälzen wir das auf die Verantwortung des einzelnen Konsumenten ab oder wollen wir wieder ein Primat der Politik über die Wirtschaft haben? Soll die Wirtschaft den Menschen dienen oder der Mensch der Wirtschaft? Wir leben im Moment in einem System, wo der Mensch der Wirtschaft dient, aber nicht umgekehrt. Wenn wir Frieden haben möchten, meine ich, müssen wir auch uns mit diesen Fragen beschäftigen und dieses Thema angehen. Wie wollen wir wirtschaften? Wie wollen wir unsere Sachen verteilen? Eine uralte Frage natürlich, Karl Marx und so weiter, kennen wir alle. Aber diese Fragen kann sich auch jeder Einzelne stellen. Bravo. Die Frage geht auch noch weiter. Was ist Armut und was ist Reichtum? Ist Armut nur die Abwesenheit von Geld zu haben? Ist Reichtum nur, wenn ich Geld und Luxus habe? Armut ist viel mehr als die Abwesenheit von Geld. Jemand, der arm ist, kann seine Talente nicht entfalten. Er kann nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Er kann in kein Theater gehen. Er kann mit seinen Kindern nicht in den Prater gehen oder wo auch immer man hingehen könnte. Armut ist auch Ohnmacht. Ohnmacht, nicht die Mittel zu haben, irgendwas beeinflussen zu können. Genauso ist Reichtum, ich rede jetzt nicht von ein paar Millionen, das ist wohlhabend, aber nicht wirklicher Reichtum. Wirklicher Reichtum, die 1%, von denen hier immer die Rede ist, ist nicht nur Geld und Luxus, wirklicher Reichtum ist Macht. Mit diesem Geld wird die Welt beeinflusst, manipuliert, werden die Medien beeinflusst und so weiter. Reichtum ist auch Macht, nicht nur Geld. Die Frage ist natürlich auch, auf die will ich jetzt nicht im Detail eingehen, sie nur anreißen, weil wir werden dazu professionelle Redner begrüßen dürfen in der nächsten Zeit. Wie kommt es zu dieser Konzentration von immer mehr Geld in immer weniger Händen? Die Ursache ist an sich das Zinsgeldsystem, das wir haben, weil ein Zinssystem schaufelt automatisch immer mehr Geld in die Hände von immer weniger Menschen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht im Detail auf das eingehen. Das werden andere besser machen als ich. Aber nur zum Nachdenken, warum dieses Thema ist öffentlich sozusagen ein Tabuthema. Keine der etablierten Parteien kümmert sich jemals um diese Frage Geldsystem, stellt überhaupt diese Systemfrage. Es wird in keiner Zeitung thematisiert, in keinem Fernsehen thematisiert. Natürlich wird man dann immer gleich so gerne ins rechte Eck gestellt, wenn man sich mit den Zinsen beschäftigt. Und ich will jetzt auch nicht sagen, die Fed ist an allem schuld und so weiter, das sehe ich nicht so. Man kann schon sehr früh anfangen, bereits bei Jesus waren Zinsen ein Thema. Bereits bei Mohammed waren Zinsen ein Thema. Und beim Hitler waren Zinsen ein Thema. Bin ich jetzt ein Anhänger vom Hitler, weil ich das thematisiere? Ich glaube, da ist so eine Automatik drinnen, dass man, wenn man sich mit Geldsystem heutzutage beschäftigen möchte, gerne in ein rechtes Eck gestellt wird. Aber ich bin lieber ein Fan von Jesus als vom Hitler, was das Geldsystem betrifft. Die christliche Lehre an sich verbietet Zinsen. Das heißt, das ganze System, in dem wir hier leben, wird uns immer gerne so als naturgegeben dargestellt, weil es ja nicht thematisiert wird und damit wird auch der Eindruck erweckt, dass man nichts machen kann dagegen und das ist halt so. In Europa war bis ins Mittelalter hinein, hat es zum Beispiel keine Zinsen gegeben. Das wissen nur wenige, aber das ist so. Im islamischen Geldsystem gibt es bis heute keine Zinsen. Also die Frage ist jetzt nicht so völlig daneben, nicht völlig neu. Es ist eine Frage, die man sich stellen kann und stellen muss. Es ist nicht naturgegeben, es ist menschengemacht und alles, was Menschen gemacht haben, können wir wieder ändern, wenn wir das wollen. Dankeschön.
So, jetzt haben wir gerade einen Schritt zum Weltfrieden gesetzt. Genießt diesen Moment. Wir schreiben Geschichte. Und damit uns nicht langweilig wird mit dem Weltfrieden, reden wir noch mal kurz über Österreich. Wir haben hier auch unsere Waffenproduzenten, die durch die Erzeugung ihrer Waffen für Tote mitverantwortlich sind. Es werden Wasserwerfer von österreichischen Firmen nach Deutschland verkauft, wo ich mich dann frage, wofür rüstet denn Deutschland da auf? Wofür braucht ihr denn 33 Wasserwerfer von uns, liebe deutsche Bundesregierung? Hat euch Stuttgart 21 nicht gereicht? Wollt ihr noch ein paar Menschen das Augenlicht rausspritzen? Meine deutschen Freunde, fragt doch mal nach, was hier los ist. Ich denke, das wird euch in nächster Zeit beschäftigen, warum hier bei uns 33 Wasserwerfer gekauft werden. Ich sage, wehret den Anfängen. Aber was rede ich denn da? Ich bin ja ein Verschwörungstheoretiker, ne? Ein Neurechter. Der Schmerz ist ein heiliger Engel und durch ihn sind die Menschen größer geworden als durch alle Freuden der Welt. Mein Sohn hatte letzte Woche Geburtstag. Seine Kindergartentante war so lieb und ich habe an dem Tag im Kindergarten bleiben dürfen. Ich bin bei der Jause auf einem Tisch bei den Kindern gesessen, auf einem Sessel, der mir gerade bis zu den Knien ging. Und so bin ich gesessen und habe gegessen mit den Kindern. Es ist eine gemischte Kindergruppe. Die Kinder sind von 3 bis 6 Jahren alt. Ich habe ihnen zugeschaut, habe eine Torte mit ihnen gegessen und habe den Tanten zugesehen, wie sie sich um die Kinder kümmerten. Wisst ihr, was das heißt, auf Kinder aufzupassen? Verantwortlich zu sein für eine Gruppe von 12 bis 25 Kindern, je nachdem, ob es ein Gemeindekindergarten oder ein privater Kindergarten ist. Ich habe dann meinen Sohn und 2 Freunde von ihm mit nach Hause genommen. Die waren zu dritt und das war schon anstrengend. Es war auch sehr schön und bereichernd für mich, aber es ist anstrengend für Kinder da zu sein. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was es heißt, für 15 Kinder verantwortlich zu sein. Was es heißt, für sie Essen herzurichten, sie anzuziehen, auszuziehen, mit ihnen aufs Klo zu gehen. Ich glaube, das kann sich niemand richtig vorstellen. Weil wenn man sich das vorstellen könnte, dann würden diese Menschen, die für unsere Kinder verantwortlich sind, gut bezahlt werden. Aber das werden sie nicht. Die bekommen zwischen 1200 und 1800 Euro netto. Ich meine, das ist doch eine Frechheit. Und nicht nur Kindergartenpädagogen, auch die Krankenpfleger, Altenpfleger, Bauarbeiter, Busfahrer. Ich kann gar nicht alle Berufe aufzählen, die unterbezahlt sind, denn dann würde ich sehr lange hier sitzen. Und deshalb... Und deshalb sage ich nicht Leistungsgesellschaft, sondern Kriegsgesellschaft. Weil das hat mit Leistung nichts zu tun. Das ist Krieg. Das ist Krieg gegen unsere Kinder. Krieg gegen die Menschen, die sich um unsere Kinder kümmern. Das ist Krieg gegen die Menschen, die für uns in Krankenhäusern arbeiten. Das ist Krieg gegen hart arbeitende Menschen. Das ist Krieg gegen uns. Und dann wird noch dazu gespart. Es wird bei unseren Kindern gespart, es wird beim Sozialstaat gespart, es wird in der Medizin gespart, in der Forschung wird gespart, in der Bildung wird gespart. Aber dieses Sparen erzeugt Opfer. Ganz einfach, dieses Sparen erzeugt Opfer. Und dann bin ich halt einfach so frech und sag: Spart doch woanders, liebe Politiker. Spart doch bei euch und euren elitären Freunden. Wenn man der Hypo eine unvorstellbare Summe, die zwischen 7 und 18 Milliarden Euro liegen soll, zugesteht, um diese Bank zu retten, aber unseren Kindern nicht, dann kann was nicht stimmen. Und jetzt versucht euch mal,
die Hypo in Zusammenhang mit Griechenland vor Augen zu führen. Die Griechen, die über ihre Verhältnisse gelebt haben. Das haben sie uns doch erzählt, unsere Leitmedien, oder? Und jetzt, was die Hypo betrifft, haben wir Österreicher, haben wir über unsere Verhältnisse gelebt? Haben die Kärntner über ihre Verhältnisse gelebt? Oder bereichert sich nicht da eine Wirtschaftselite, die ohnehin schon über ihre Verhältnisse auf unsere Kosten lebt? Und wenn man sich das vor Augen führt, dann kommt man auch gleich wieder auf die Ukraine. Es sind die Eliten, die uns in diesen Krieg treiben wollen. Die Superreichen, die in einer Parallelgesellschaft leben, die mit dem Leben an sich nichts mehr zu tun hat. Und diese Parallelgesellschaft, die gibt es auch bei uns. Wir haben sie auch in Russland und in der Ukraine. Da wurden diese Menschen, diese Superreichen, dann Oligarchen genannt. Aber die gibt es auch bei uns, die Oligarchen. Und ihr wisst, wen ich meine. Das sind Waffenproduzenten, Getränkedosenverkäufer, Bankenmanager, Konzernleiter, Glücksspielautomatenhersteller und noch einige mehr. Aber so viele sind sie auch nicht. Viel weniger als wir. Denkt mal über das nach. Von dieser Parallelgesellschaft schreibt niemand. Da liest man in keiner Zeitung darüber, da berichten keine Leitmedien darüber, kein Politiker lässt sich darüber aus. Aber die Moslems, die Türken, die sind mit ihrer Parallelgesellschaft in den Medien präsent. Nur, ich sage euch jetzt mal was, diese Parallelgesellschaft, die gibt es nicht. Ich wohne im 15. Bezirk, da gibt es viele Moslems. Die lachen mich an auf der Straße, die schauen mir ins Gesicht, die respektieren mich. Die wollen mir nichts Schlechtes. Die wollen mir nicht mein Geld aus der Tasche ziehen. Die wollen mich auch nicht in die Luft sprengen. Ich gehe gern essen. Ich gehe gern essen ins Kent, ein türkisches Restaurant. Der Kellner dort hat mich letztens auf einen Tee eingeladen. Ich will jetzt nicht rassistisch sein, ja, aber ein österreichischer Kellner hat mich noch nie auf einen Tee eingeladen. Und was soll denn das für eine Parallelgesellschaft sein? Das kann doch keine Parallelgesellschaft sein, weil an der kann ich teilhaben, wann ich will und wenn ich will. Ich kann mich unterhalten mit Menschen auf der Straße. Ich kann mit einer Frau, die ein Kopftuch trägt, reden. Ich kann in eine Moschee gehen, wann ich will. Ich kann auch zu einem Salafisten sagen, sag mal, willst du mir wirklich den Kopf abschneiden? Nur weil ich ungläubig bin, weil so zeigt man das in vielen Zeitungen. Und der wird mir dann entweder eine auflegen oder mich fragen, ob ich komplett deppert bin, aber ich traue mich wetten, dass er mir nicht den Kopf abschneidet. Und warum? Weil er in Ruhe gelassen werden will. Der will auch in Frieden leben. Und wenn ich ihm mit Respekt begegne, bin ich mir sicher, dass ich an seinem Leben teilhaben kann. Aber die Parallelgesellschaft unserer Eliten, diese Parallelgesellschaft, die gibt es. Und an der kann ich nicht teilhaben. Und die nehmen auch nicht teil an uns. Die nehmen nicht mal Anteil an uns. Wir sind denen egal. Die verachten uns zum Teil. Aber das geht nicht. Wie können wir denen egal sein? Wie können die uns verachten, wenn wir so viele sind? Was glauben die denn, dass ihnen das Geburtsrecht alleine genügen kann, um in Saus und Braus auf unsere Kosten, auf Kosten unserer Natur, auf Kosten unserer Gesellschaft zu leben? Und dann fühlen sie sich noch furchtbar cool und hip dabei? Das ist nicht cool, das ist nicht hip. Das ist Feudalismus. Das ist ein Herrschaftssystem. Das ist mittelalterlich. Das ist Krieg gegen das Wesen der Gemeinschaft. Das ist Krieg gegen die Vernunft. Krieg gegen die Aufklärung. Und Krieg gegen die Freiheit. Wer ist denn dafür verantwortlich, bitte, dass das wieder so passieren konnte? Dass es immer extremer werden kann?
Ich sage nur TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, ESM, Europäischer Stabilitätsmechanismus. Hallo, Politiker, Sozialdemokraten, Christdemokraten? Das kann nicht sein. Die sollen verantwortlich sein dafür. Aber das kann doch nicht sein, weil da sind doch Worte wie sozial oder christlich dabei. Aber wenn's nach mir geht, dann müssten die Sozialdemokraten eigentlich schon Antisozialisten heißen und die Christdemokraten, die würde ich mittlerweile sogar schon als Teufelsautokraten bezeichnen, weil sie den Mammon nachlaufen. Und genauso auch die Sozialdemokraten und wie überhaupt ein Großteil der Politiker, die sich für Geld und Macht haben korrumpieren lassen. ESM und Grün, das geht sich nicht aus. Tut mir leid. Das ist nicht mehr grün, das ist schwarz. Aber schwarz im Sinne von schwarzem Loch, was alle Vernunft einsaugt. Da gibt es keine Logik mehr. Wenn ein Matthias Strolz von den Neos sagt, wir sind keine neoliberalen Säcke, und sich etwas später die Angelika Milner in der ORF-Pressestunde als neoliberaler Obersack entlarvt, dann gibt es da auch keine Logik und keine Vernunft mehr. Und genau das ist das Dilemma. Das ist unser Dilemma. Die Vernunft hat uns verlassen. Ich weiß nicht, ob wir sie je wirklich gelebt haben, aber in meiner Zeit, in der ich lebe, die Zeit, in der wir leben, kann ich sie nicht finden. Wo ist sie, die Vernunft? Wo ist die Verantwortung? Der Schmerz ist ein heiliger Engel und durch ihn sind die Menschen größer geworden als durch alle Freuden der Welt. Und er ist da, der Schmerz. Wir spüren ihn. Ein paar schaffen es, ihn zu betäuben. Schön Party machen jedes Wochenende, schön immer einkaufen gehen, schön die neuen Magazine lesen, schön auf Urlaub fliegen, schön ein neues Auto kaufen, schön ein Haus kaufen, schön PlayStation 3 spielen. Und dann sitzt du da vor dem schwarzen Fernseher und kriegst keine Luft mehr. Weil du etwas spürst, etwas, das wehtut und du stehst auf und läufst in der Wohnung auf und ab, aber es bleibt, es tut weiter weh. Und du drehst dir einen dicken Joint, aber es tut noch mehr weh. Und du willst schreien, aber du kannst nicht schreien, weil dir aufgefallen ist, dass du schon seit Jahren schreist. Dass du immer schreist und schreist und schreist. Wir alle schreien. Wir schreien unsere Kinder an. Wir schreien unsere Freunde an. Wir schreien, wir schreien, wir schreien uns an. Denn um das geht es, dass man uns schreien lässt. Denn so müssen wir uns ablenken. Und das machen wir gut. Wir lenken uns gut ab. Wir kaufen uns gesund. Zumindest glauben wir das. Aber wir kaufen uns nicht gesund. Wir verkaufen uns unter unserem Wert. Und bezahlen auch noch dafür. Mit unserem Geld, mit unserer Würde, und mit unserem Leben, wir verkaufen uns an sie, an die Eliten. Der Schmerz ist ein heiliger Engel. Und durch ihn sind die Menschen größer geworden als durch alle Freuden der Welt. Wir sagen Ja zum Schmerz, aber wir sagen auch, dass es aufhören muss. Wir werden sorgen dafür, dass der Schmerz aufhört. Wir werden uns heilen. Wir werden für uns da sein. Nicht jeder für sich, sondern jeder für alle anderen. Wir werden für die Schwächsten da sein und dadurch zu den Stärksten werden. Vereinigt euch! Ich möchte jetzt etwas über Jutta Dittfurt sagen und ich hoffe, sie bekommt das irgendwie zu hören. Ich hab mich sehr über diese Frau aufgeregt, wie sie Jepsen öffentlich diffamiert hat. Was ihre Auseinandersetzung mit Jürgen Elsässer betrifft, die betrifft mich nicht, weil mir der Jürgen Elsässer wurscht ist. Ich meine, das ist ja lächerlich, wie er sich jetzt über Conchita Wurst aufregt. Ich hab mich auch darüber aufgeregt, dass uns Conchita Wurst so aufs Auge gedrückt worden ist. Aber da kann der Tom Neuwirth nichts dafür. Bravo! Ich,
Ich hätte auch Ja dazu gesagt, wenn ich in seiner Situation gewesen wäre. Und jetzt gewinnt er den Song Contest. Ich freue mich für ihn und ich bin stolz, dass der Song Contest nach Österreich kommt. Wenn Elsässer sich kritisch über die Ukraine äußert und den Konflikt, der dort stattfindet, dann bin ich oft einer Meinung mit ihm. Aber wenn er im Sieg von Conchita Wurst den Untergang von Europa sieht, dann muss ich lachen. Da lache ich auch Putin aus oder andere Politiker, die sich wegen einer Kunstfigur bedroht fühlen. Man kann es mit seiner Paranoia nämlich auch übertreiben. Aber bitte, liebe Medien, macht doch bei dem Theater nicht mit. Schreibt nicht über die bösen, homophoben Russen, weil das ist Hetze. Hetze gegen alle schwulen Russen, gegen alle Transvestiten, die in Russland leben. Hört doch auf, den Song Contest zum Politikum zu machen. Und wenn doch, dann schreibt auch, dass zwei junge Mädchen, die nur singen wollten, auch ausgebuht wurden, nur weil sie Russinnen sind. Weil das ist auch Diskriminierung. Aber zurück zum Jürgen Elsässer. Manche alte Männer neigen dazu, sehr stur zu werden und sich schnell in etwas zu verrennen. Das ist normal. Manche Frauen tappen im Alter auch in dieses Dilemma, aber weniger als die Männer. Ich habe mich mit Jutta Ditfurth auseinandergesetzt, habe mir Interviews mit ihr angeschaut und ein paar Texte von ihr gelesen. Und ich sage euch, Jutta Ditfurth ist eine intelligente Frau. Sie ist witzig und sie ist besorgt. Zu Recht. Ich muss gestehen, dass ich sie für ihren Mut, mit dem sie sich ihrer Familiengeschichte gestellt hat, sehr bewundere. Und ich kann verstehen, dass sie sehr vorsichtig ist, was antisemitische Tendenzen betrifft. Aber ich bewundere auch Ken Jebsen. Das geht sich aus für mich. Und ich glaube, das geht sich nicht nur für mich aus. Ich möchte mich bei Jutta Ditfurth entschuldigen, dass ich ihr unterstellt habe, sie isst vielleicht Babykätzchen, Kinderspielplätze oder sich selbst. Sie tut mir auch nicht leid, diese Frau. Ich muss ehrlich sagen, ich bewundere sie sogar irgendwie. Die Situation, in der sie sich befindet, tut mir leid, weil das hat sie sich nicht verdient. Sie hat sich nicht verdient, als griesgrämige Frau wahrgenommen zu werden. Und ich möchte sie einladen, hierher nach Wien. Ich möchte, dass sie auf unsere Mahnwache kommt. Ich will ihr einen Bussi auf die Wange geben und ich möchte mit ihr auch in rein platonischer Absicht essen gehen. Ich will mit ihr durch Wien spazieren und ich möchte ihr klar machen, dass der Großteil der Menschen, die sich auf den Mahnwachen finden, egal ob das hier in Wien ist oder in Deutschland, dass die alle genauso vernünftig sind wie sie selbst. Es wurde über die Wiener Mahnwachen berichtet auf FM4. Ich muss zugeben, mir war etwas mulmig, als ich den Bericht gesehen hatte. Ich habe ihn dann gelesen und dann war ich erleichtert. Sie waren sehr kritisch, aber es hätte bei weitem schlimmer sein können. Also, ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich bedanken bei Sami Kamis und danke auch an Robert Siegmund. Der Meinung von Robert Siegmund nach ist ein Großteil von uns davon überzeugt, dass wir Opfer einer US-Verschwörung sind. Aber für mich ist dieser Gedanke auch schon eine Verschwörungstheorie. Nämlich eine Verschwörung gegen die Vernunft. Eine Verschwörung gegen intelligente, mündige Bürger. Eine Verschwörung gegen intelligente, mündige Bürger, die wegen berechtigter Sorgen auf die Straße gehen. Trotzdem halte ich Robert Siegmund für einen fähigen Journalisten und ich finde, er hat sich unseren Respekt auch verdient. Aber bitte, 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 wenn Ken Jebsen falsch zitiert wird, dann korrigiert es. Und vielleicht könnt ihr einmal ernsthaft recherchieren, was es mit diesem ominösen Zitat auf sich hat. Und wenn man sich auf Hendrik M. Broder bezieht, dann sollte man auch diesen Menschen und das, was der sagt, mal genauer unter die Lupe nehmen. Denn dieser Mann ist ein Demagoge. Ich möchte auch Martin Blumenau hervorheben. Ein polarisierender Mensch, der aber einen besonders für Journalisten lesenswerten Blog unter dem Titel »Zu nah dran« geschrieben hat. Meiner Meinung nach
Kann man FM4 noch als Qualitätsmedium bezeichnen? Vor allem die Online-Berichterstattung setzt sich kritischer und objektiver mit unserem Weltgeschehen auseinander als die Leitmedien. Letzte Woche haben ein paar dieser Leitmedien groß in die Welt hinaus posaunt, dass ein großer Teil der Bevölkerung wieder einen Führer wünscht. Von 45% wurde da geschrieben, also fast die Hälfte der Bevölkerung. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sind denn hier ungefähr? Wer kann denn gut schätzen? 200. Sagen wir mal 200. Und von euch 200, wurde von euch jemand angerufen, ob er einen Führer will? Weiß nicht, ist wirklich einer dabei, der angerufen wurde? Und jetzt, ehrlich, ich kann es auch verstehen, ja, und Hand hoch, wer will denn einen Führer? Wer will denn wirklich einen Führer haben? Na schau, und da frage ich mich, wie kommt man denn auf so eine Schlagzeile und was bezweckt man damit? Liebe Leitmedien, wollt ihr uns auf etwas vorbereiten? Wollt ihr uns Angst machen? Oder wollt ihr euch damit den Erfolg der Mahnwachen erklären? Aber ich sage euch etwas, liebe Leitmedien. Lars Mehrholz ist nicht mein Führer und er wird es nie werden. Ken Jebsen. Ken Jebsen ist auch nicht mein Führer und er wird es auch nie werden. Aber ich sage euch, was Jebsen und Mehrholz für mich sind. Sie sind meine Helden. Und das brauchen wir. Wir brauchen keine Führer. Wir brauchen Helden. Und vielleicht ist Mehrholz einfach gestrickt und nicht mit der von eurer abgehobenen Medienelite geforderten Intelligenz ausgestattet. Vielleicht drückt er sich etwas flapsig aus, weil er noch nie auf einer Bühne war. Vielleicht ist er einfach nervös und deshalb etwas unbeholfen. Vielleicht ist er einfach ein Mensch und kein NLP-gehirngewaschener Politiker, wie ihr sie anscheinend so gern habt. Aber mir ist es egal, ob er klug oder dumm ist. Das ist mir egal, weil er für uns den ersten Schritt getan hat. Weil er für uns auf die Straße gegangen ist. Weil er keine Angst mehr vor der Angst hat. Für uns, für die Gemeinschaft. Und vielleicht ist Ken Jebsen wahnsinnig. Ich bin mir sogar sicher, dass er ein bisschen wahnsinnig ist. Ich meine, hört einfach mal, wie schnell der redet. Denn sein Gehirn, das muss auf Turbo fahren. Aber ich sage euch auch, mir ist es egal, wenn er wahnsinnig ist. Weil Mozart war auch wahnsinnig. Und Frank Zappa war auch wahnsinnig. Aber ich werde nicht zulassen, liebe Journalisten, dass ihr ihn mit eurer verleumdenden Berichterstattung noch wahnsinniger macht. Weil so wahnsinnig, wie er jetzt ist, das ist gut. Man muss noch Chaos in sich tragen, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Das hat Nietzsche gesagt. Ken Jebsen hat Chaos in sich und er wirft sie vor uns hin, die tanzenden Sterne. Rüdiger Lenz, Daniele Ganser, Sean Ziegler, Jürgen Rose, Nico Pietsch, Nino Schröpfer, Ralf Böß und viele, viele mehr. Schaut euch die Interviews an, die er führt, mit Menschen, die etwas zu sagen haben und etwas sagen wollen, die uns etwas sagen wollen, für die Gemeinschaft. Aber nur Ken Jebsen lässt sie wirklich zu Wort kommen. Und dann soll der ein Antisemit sein, ein Neurechter? Ken Jebsen ist ein Held. Nein, ist er nicht. Doch, ist er. Und ich sage euch, Ken Jebsen, du bist unser Held. Und wir stützen dich. Wir brauchen keine Führer. Wir brauchen Helden. Und ich möchte euch jetzt ein paar Helden von mir zeigen. Und das sind die Leute, die die Mahnwache hier organisieren. Thank you.
weil ihr auch mit organisiert. Ich war ja bei der ersten Mahnwache gar nicht dabei, ne? Ich bin ja nur Redner quasi. Es fehlen ja noch ein paar. Es fehlen einige noch. Achim beispielsweise, wo ist er? Da hinten ist er, danke. Ich möchte ganz kurz das Stichwort benutzen, hier, das mir jetzt noch gegeben worden ist. Ich glaube, du bist eh fertig, oder? Okay, nur ganz kurz noch, die Mahnwachen wachsen, nicht nur in Deutschland, auch bei uns. Und wir sind inzwischen ein gewisses Organisationsteam, aber wir können immer Unterstützung brauchen. Das heißt, wenn jemand von euch sagt, ich habe ein bisschen Zeit über, ich würde gerne ein bisschen mithelfen, ich habe irgendein tolles Talent, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr gut Brot backen oder so, ich weiß es nicht, oder habt ja Zugang zu Technik oder was auch immer, kommt bitte zu mir nach vorne, tragt euch in eine Liste ein, wir sind über jede Hilfe dankbar. Danke. Und jetzt will ich noch etwas sagen, etwas sehr Wichtiges, und das richte ich besonders an dich, mein Freund. Sollten Ken Jebsen und Lars Meerholz sich irgendwann demaskieren, sollten sie sich wirklich irgendwann ihre Masken vom Kopf reißen und plötzlich stehen ein wiedergeborener Mussolini und ein wiedergeborener Goebbels vor mir, wisst ihr, was ich dann tue? Dann stoße ich sie vom Podest. Weil die Idee der Mahnwache, die Idee für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, die gehört nicht dem Lars Meerholz und die gehört nicht Ken Jebsen. Die gehört aber auch keinem Mahatma Gandhi oder einem Martin Luther King. Diese Idee gehört uns allen, uns Menschen. Die Idee der Mahnwache. Die Idee der Mahnwache ist ein Selbstläufer geworden. Eine Idee, die für sich selbst steht. Es geht nicht um Personen, es geht um uns, es geht um die Gemeinschaft, es geht nicht um rechts oder links, es geht um alles oder nichts. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die bessere Reden schreiben als ich, aber die tun es nie. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die bessere Journalisten sind als Ken Jebsen, Sami Kamis, Robert Zygmunt, Martin Blumenau, Florian Klenk oder wen es noch gibt, aber die wagen es nie. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die bessere Organisatoren sind als wir hier, aber die trauen sich nie. Und wenn ihr das hört, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann kommt auf die Beine. Wir stützen euch. Besinnt euch. Empört euch. Engagiert euch. Schließt euch uns an, macht eure eigenen Mahnwachen, zeigt Haltung gegen Krieg, gegen Ungerechtigkeit, für Frieden, für Freiheit und für Gerechtigkeit. Wir wissen, warum wir dastehen. Und wir werden jeden Montag dastehen. Und jeden Montag werden in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland und überall auf der Welt Zehntausende andere Menschen auch stehen. In Frieden, mit Ruhe, gegen Gewalt und gegen Krieg. Für Frieden, für Freiheit und für Gerechtigkeit. Auf Wiedersehen. Aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher.